Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Starfield, mein Lieber, mein Liebe, meine Liebe. Ninnen, was sehe ich denn da? Hui, hui. ich bin ein bisschen aufgedreht, ich weiß nicht warum. In letzter Zeit, man hat wahrscheinlich schon gemerkt, es kommt jeden Tag eine Folge, ne? Diese müsste, glaube ich, am 17.01. kommen. 17.01. Um das nochmal für euch zu begreifen. Ich nehme gerade am 23.11. auf. Ne? Ich bin da ganz offen. Ich nehme ja immer im Voraus auf, weil anders kannst du es ja gar nicht machen bei Langzeit-Let's Plays. Da hinten sehe ich Container, da kann ich mal eben hingehen. In der letzten Folge haben wir ja die ganze Zeit die Ranger-Ausrüstung gesucht. Oder was heißt die Ranger-Ausrüstung? Die Security-Ausrüstung. Und haben dann im Endeffekt dann... Oh, das könnte ich klauen. Wer sieht mich denn hier? Keiner. Und konnte es im Endeffekt doch klauen, ne? Und wie gesagt, nochmal zu dem Thema Langzeit-LP. Und ich nehme ja sehr, sehr lange auf. Und wenn ich auf ein Spiel Bock habe, dann ja können da manchmal dann 20, 30 Folgen rumkommen, ne? Jetzt deswegen bitte nicht böse sein. Ich merke das ja jetzt in letzter Zeit, also jetzt in der Gegenwart, bei No Man's Sky, dass da viele Leute sind, die Tipps geben. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Nur das Problem ist, dass ich diese natürlich nicht in den nächsten kommenden Folgen umsetzen kann, da ich ja dann schon weiter aufgenommen habe, ne? Zu diesem Zeitpunkt müsste No Man's Sky beim 5.12. sein. Du weißt, dass das nicht uns gehört. Ja, ich weiß, aber du weißt doch. Bis 5.12. gehen und dann nehme ich wieder auf, weißt du? Und dann kann ich erst die ganzen Sachen, die geschrieben wurden, kann ich erst umsetzen, wenn ich es dann nicht wieder vergessen habe. Weißt du, wie ich meine? Das ist immer so das Problem. Und wie gesagt, in letzter Zeit habe ich so Bock auf Starfield, dass, ja, ne? Ich meine, ich hätte auch wieder Bock auf No Man's Skies oder auch Minecraft und so, ne? Traveler's Rest. Da muss ich sowieso jetzt die Tage aufnehmen, ne? Weil da bin ich ein bisschen schludrig geworden, was das angeht. Weil ich halt gerade so in Starfield irgendwie Fanat bin. Man möchte natürlich auch ein bisschen Progress haben, ne? Ach, guck mal hier. Das sieht, wenn man so guckt, das sieht so geil aus, ne? So detailliert. Es ist unglaublich. Ja, ich mag Starfield sehr gerne. Obwohl ich No Man's Sky natürlich auch sehr, sehr mag. Gut. Wir sind jetzt hier irgendwo, was war das hier, Nexus, irgendwas? Wir schauen mal, die stehen hier schon. Ein Wunder, dass niemand für dich arbeiten will. Ja, bereit zum Reden. Mein Mann ist verschwunden und du? Du wartest einfach, dass er durchs Tor spaziert? Mr. Halftown, wir versuchen es ja, aber uns fehlt das Personal. Und jetzt denkt mein halber Trupp, dass eure kleine Bande von Knackis uns verschleppen und unsere Organe stehlen will. Mr. Halftown. Unser Security Officer liegt auf der Krankenstation, weil er deinen Arbeiter gesucht hat. Wir tun, was wir können. Ich bitte dich und deine Crew um Geduld. Ihr habt von uns Sträflingen nichts zu befürchten. Wir regeln das. Dann klär die Sache. Sonst haben wir ein Problem. Sag mal. Okay, was geht denn hier für eine Party? Erkunde dich nach dem vermissten Arbeiter. Nochmal kurz gesagt, aber hier sind so viele Storage-Dinger. Hier sind so viele Storage-Dinger. Ich will hier, aber ich kann hier nichts mitnehmen. Dass wir ja jetzt in der letzten Zeit oder jetzt in den letzten paar Folgen die ganze Zeit hier ein paar Aktivitäten machen, ne? Wir sind da schon ziemlich weit, was das Aufräumen der Aktivitäten angeht. Das können wir noch nicht machen. Das ist Level 65. Das ist Buggy. Und, warte mal, hier war auch noch irgendwo eins Buggy, ne? Nee, das ist weg. Nee, das ist weg. Das ist Buggy, das müsste eigentlich raus. Gut, aber wir erkundigen uns erstmal nach dem, ne? Und wir machen immer weiter mit dem Außenposten, ne? Außenpostentechnik. Was haben wir? Wir haben, glaube ich, gerade erstmal eins von vier, ne? Weil das würde ich gerne in Angriff nehmen, eins von vier. Und dann können wir uns wieder auf andere Sachen konzentrieren. Ne? Wir müssten auch eigentlich hier mal wieder Kampf ein bisschen was machen. Oder hier auch Gesundheit und so. Ne? Ich meine, wir haben uns jetzt in der letzten Zeit Verjüngung
Die Kombination uralter Medikationstechniken und neu entwickelter Atemübungen macht es möglich, die natürlichen Heilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Oh, nice. Und hier würde ich auch gerne noch, ne? Außenpostenverwaltung, Führung. Wenn man das alles so, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal alles vollkriegen, ne? Wenn du überdenkst, das ist immer 4, ne? 4, 4, das sind schon allein 8 Level, dann immer weiter, ne? 12, 16. Also, ich weiß nicht, ob man das irgendwann mal schafft, alles vollzukriegen. Das wäre natürlich nice, ne? Aber ich würde gerne erstmal hier auf Forschung gehen, Außenpostenforschung. Und da mal schauen, ne? Hier vielleicht auch nochmal plündern und Dieb und Verhandlungsgeschick, Isolation. Man kann seine Effektivität im Kampf deutlich steigern, indem man auf Teamtaktiken verzichtet und als einsamer Wolf agiert. Ah, wenn du keinen Begleiter und keine Crew hast, verursachst du für jeden ausgerüsteten Anzug und Helm 10% Waffenschaden und erhältst plus 15 Schadenresistenz. Oh, nice. Ich würde ja gerne irgendwas haben mit Gewichtheben nochmal, ne? Dass man da irgendwie so... Ja. Müssen wir nochmal schauen. Ne, müssen wir echt nochmal schauen. Okay, alles klar. Dann fragen wir sie mal, was ist das denn hier? Ist das eine Stadt oder was? Das sieht irgendwie aus wie so ein Lager, ne? Entschuldigung, Sloan, was? Bohne? Hier müssen wir ein Picknick machen. Nevan Bohne. Hallo. Was? Hier müssen wir ein Picknick machen? Tut mir leid, aber die Alias-Zuflucht nimmt im Moment keine neuen Gäste auf. Wir haben Probleme. Vor allem, dass jemand vermisst wird. Aber du kannst dich hier gerne ausruhen und auftanken, solange du willst. Solange dir kein Kopfgeldjäger auf den Fersen ist, der meine brandneue Tür eintritt. Habt ihr öfter Probleme mit randalierenden Kopfgeldjägern? Noch nicht. Aber es ist natürlich ein Risiko, wenn man bedenkt, in welchem Bereich die Zuflucht arbeiten soll. Ich schicke aber niemanden weg, der sich nur kurz sammeln muss. Was ist die Eleos-Zuflucht? Naja, im Moment ist es primär eine Sammlung von Frachtcontainern und ungenutztem Baumaterial. Ah. Aber wir wollen eine Stätte des Wachstums und der Bildung für die Sträflinge der Galaxie daraus machen. Wir bieten Menschen, die sonst im Gefängnis verrotten würden, weil ihnen die Credits fehlen, eine Berufsausbildung und ein Unterstützungsnetzwerk, um ihr eigenes Kopfgeld zu bezahlen. Ah, sowas ist das, okay. Wir ermächtigen sie dazu, so ein stinknormales Leben zu führen wie wir anderen. Was? Stinknormales Leben? Kenn ich nicht. Glaubst du, dass so etwas wirklich funktionieren kann? Ein schickes kleines Ressort nur für Häftlinge klingt nach Ressourcenverschwendung. Das ist ein hehres Ziel. Ja, ne? Ich weiß, dass es funktionieren kann. Wir haben ein 18 Monate langes Pilotprogramm durchgeführt und es dadurch bewiesen. Zwei der Teilnehmer sind heute Mitarbeiter dieser Anlage hier. Sie haben nur ein wenig Hilfe gebraucht, um auf die Beine zu kommen. Und sobald wir eröffnet haben, bauen wir auf diesem Erfolg auf. Ja, das ist ein hehres Ziel, ne? Klar, natürlich, du kannst nicht jedem helfen. Und du hast halt immer, du hast immer wieder das Risiko, dass sie zurückfallen, ne? Das muss dir klar sein. Da nützt dir so viel Resozialisierung wie nur möglich. Aber du hast immer das Risiko, dass sie zurückfallen, ne? Und wenn die dann natürlich noch Mitarbeiter sind, Mitarbeiter sind und noch vielleicht spezielle Zutrittskarten haben, ne? Eintrittskarten haben. Also Karten, wo sie Zutritt haben, kann natürlich sein, dass sie dich entweder bestehlen oder irgendeinen Scheiß machen, ne? Das ist immer so das Problem. Vielen Dank. Ich will, dass meine Anwesenheit im Universum etwas Positives bewirkt. Aber es ist noch ein sehr weiter Weg. Ein steiniger. Aber du bist sicher nicht hergekommen, um mich reden zu hören. Bestimmt bist du erschöpft. Ja, ich bin sowas von erschöpft. Falls du Ausrüstung brauchst, Monika hat bestimmt alles. Oh. Du findest sie vor dem Hauptgebäude. Und unser Schiffstechniker beim Landeplatz kann sich um dein Schiff kümmern, falls nötig. Okay, Schiffstechniker ist auch schon mal gut. Falls du noch etwas brauchst oder einfach reden willst, jederzeit. Jo. Was ist deine Rolle hier? Nun ja, sobald wir offiziell eröffnet haben, muss die Zuflucht für die Ex-Sträflinge, die wir herbringen wollen, viele verschiedene Dinge auf einmal sein. Ein Zuhause, eine Schule, ein Ort der Reflexion. Nevin kümmert sich um alles, was mit der Infrastruktur zu tun hat. Ich kümmere mich um alles, was unsere Gäste brauchen, um einen gesünderen Weg einzuschlagen.
Ich sorge dafür, dass wir alle optimal unterstützen können. Ich organisiere die Berufsausbildung. Ah. Ich habe mich sogar vor ein paar Jahren zur Therapeutin ausbilden lassen, um den Leuten richtig zuhören zu können. Also so richtig zuhören, ne? Also so richtig, richtig zuhören. Nicht nur einfach so, ja, du kannst, weißt du, das ist immer so, du kannst mir alles erzählen. Hey, darf ich auch mal, sag mal. Ja, ich habe Therapeutin gemacht, damit ich den Leuten zuhören kann. Was ist denn? Ne? Das sind immer, die Leute sind immer am besten, ne? Die dann sagen, ja, ich bin für dich da, du kannst mir alles erzählen. Ja, nee, ist klar, ne? Ja, nein. Was kannst du mir über die Ilios-Zuflucht noch erzählen? Tja, wie schon gesagt, die Zuflucht ist unser bescheidener Versuch, einen neuen Umgang mit Menschen zu etablieren, die Schwierigkeiten mit dem Gesetz hatten. Nach der Eröffnung wollen wir Leute aufnehmen, die im Gefängnis darben, weil sie ihr Kopfgeld nicht zahlen konnten. Durch eine Berufsausbildung und ein Unterstützungsnetzwerk ermächtigen wir sie dazu, so ein stinknormales Leben zu führen wie wir anderen. Wir tun, was wir können, um den Benachteiligten zu helfen. Ich frage mich gerade, wir haben ja auch zwischendurch mal ein Kopfgeld gehabt, wenn wir mal jemanden aus Versehen, ne, aus Versehen erschossen haben oder mal Sachen ausprobiert haben, da war das ja bei 500, ne, 500 Creds. Aber 500 Creds ist doch eigentlich nicht viel, oder sind 500 Credits viel? Weißt du, wie ich meine? Lass dir ruhig weil, Zeit. Ja, weil wie hoch muss denn das Kopfgeld sein, dass sie das hier abarbeiten? Ne? Oder auch im Gefängnis bleiben dafür. Wie hoch muss dieses Kopfgeld sein? Weißt du, was ich meine? Wenn wir ja schon mal 500 oder 600 Kopfgeld haben, was wir ja öfters mal gesehen haben, bei Mord, sagen wir es denn mal, ne? Also, das erschließt sich mir nicht. So, warum ist das nicht ausgegraut? Okay, diese vermisste Person. Ich wollte anbieten, bei der Seuche zu helfen, bei der Suche zu helfen. Ach so, ja. Weil ich nicht sagen kann, ob das eine leichte Aufgabe ist. Aber wenn du den Bauarbeiter findest, stehen wir tief in deiner Schuld. Das will ich hoffen. Was kannst du mir über den Bauarbeiter sagen? Naja, er wurde zuletzt vor ein paar Tagen gesehen, also kann er eigentlich nicht weit sein. Wir haben unseren einzigen Security Officer losgeschickt, ihn zu finden. Aber das ist gründlich schiefgegangen. Er liegt jetzt auf der Krankenstation. Warte Wenn mal. Wenn du uns also helfen willst, sehr, sehr gerne. Was ist das denn? Sie machten Zufluchtsort für Ex-Sträflinge, ne? Die im Gefängnis waren. Müssen ja jetzt nicht unbedingt Schwerkriminelle sein, ne? Ja, genau. Nee. Kleinkriminelle? Nee. Du weißt schon, was ich meine, ne? Und dann haben die nur einen Security Officer? Für die ganze Anlage nur einen? Keine Eile. Keine leichte Aufgabe, was? Warum? Dieser Planet ist für menschliches Leben nicht gerade ideal. Oh. Er ist wild und leer und die örtliche Fauna, nun ja, mag keine Menschen. Ich nehme deine Hilfe also gerne an, wenn du sie anbietest. Das wird aber mit Sicherheit kein Spaziergang. Das muss dir vorher Ja, wir haben schon Schlimmeres gemacht. Wenn die Bezahlung stimmt, bringe ich euch so viele Bauarbeiter, wie ihr nur wollt. keine Sorge, ich finde euren Mann. Du hast keine Ahnung, wie sehr ja. mich das freut. Eins nach dem anderen. Aha. Zuerst solltest du mit Greg DiAngelo reden, unserem Security Officer. Er wurde verwundet, als er auf der Suche nach dem Bauarbeiter war, Mr. Killman. Greg kann dir sagen, wo Killman sich zuletzt aufgehalten hat. Jo, dann machen wir das doch mal. Warte mal, ich wollte jetzt erstmal kurz gucken. Die sagte ja, hier ist vorne ein Schiffstechniker. Ist das der Schiffstechniker? Nein, das ist Johann. Das ist der Johann. Jonah. Jonah Brothers. Ich bin schon wieder am Klauen, ne? Ich bin schon wieder... Ich muss halt gucken, was soll ich dir sagen? Ich muss halt gucken, vielleicht ist hier irgendwo... Credits 154. Das Toxin, das lasse ich mal da drin, ne? Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Weil ich will ja jetzt nicht so viel mitnehmen, Mir ist so langweilig, Bauarbeiterin. Bauarbeiterin. Bauarbeiter.
Boah, aber... Das ist doch schon wieder der aus Paradiso! Das ist doch der aus Paradiso! Wie viele Leute haben denn diesen Skin? wo ist denn der Schiffstechniker? Da drin? Ist der Schiffstechniker da drin? Da steht, steht ja Ship Services. Services. Ah, guck mal, hier haben wir auch einen Handelsaufsichtsautomat. Sehr schön. Haben wir denn überhaupt noch Sachen zu verkaufen, sage mal? Eine Drumbeat, ciao. Die haben wir ja so alle, ne? Jo. Sonst noch was? Nee, ne? Notizen, haben wir da irgendein Buch? Ich weiß gar nicht mehr. Nee. Okay, Ressourcen haben wir ein bisschen. Ressourcen. Nee, wir haben sowieso nur noch Ressourcen. Okay. Alles klar. Ich will nur mal gucken, wegen Schiff und so, ne? Hallo? Oh, willst du irgendwas abladen? Hier. Du findest sicher was, was dir gefällt. Ja, schauen wir mal. Dragonfire 2. Ja. Warte mal. Verkaufen. Das war unser erstes Schiff, ne? Das war unser zweites Schiff. Das Piratenschiff. Ja, das geklaute. Oh, weißt du noch? Oh. Ich bin echt am Überlegen. UC Gefängnis-Shuttle. Ja, das Gefängnis-Shuttle. Aber eigentlich brauchen wir das nicht, ne? Das brauchen wir nicht. Registrieren, ich will es verkaufen. Nein, ich will es nicht registrieren. Ich will es verkaufen. Ach, oder muss ich das erst registrieren? Aber. Ja, ich muss es erst registrieren und dann kann ich es verkaufen. Was ist das denn? Gut. Registrieren. Verkaufen. Die Dagger. Ah, da ist ja die Dagger. Okay, brauchen wir auch nicht, ne? Okay. Jetzt muss ich erst... 8.219. Da machen wir fast kein Plus mit. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Scheiß? Star Eagle. Die würde ich gerne behalten. Star Eagle. Black Emerald. Behalten wir auf jeden Fall. Razor Leaf. Ja, was willst du damit, ne? Ah, die kann ich auch direkt verkaufen. Alles klar, ciao. Ja, ciao, komm. Die Dumas. Ja. Ja, auch noch nicht registriert. Responder. Die brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Registrieren. Verkaufen. Piratenschiff. Ja, das ist halt so ein emotionaler Wert, ne? Würde man mich an den Pranger stellen, wenn ich die Frontier jetzt verkaufen würde? Würde man das machen? Ich glaube schon, ne? Komm, ich pack mal... Obwohl die Dumas, die finde ich auch so geil. Wo haben wir die eigentlich her? Ich weiß gar nicht mehr, wo die... Guck mal, man kann da von der Seite... Man geht da von der Seite rein. Ich meine, für was willst du die, was kosten registrieren? 35.000? Was? Und Wert 41.000. Das ist, wir machen überhaupt kein Plus. Wir verdienen da vielleicht, komm, das lasse ich mal. Was hat der für Schiffe? Du findest sicher was. Ich will irgendwo mal, wenn wir sowas haben, mal wie, was wir beim, auf dem Schlüssel haben. Wagon Train. Okay, der sieht ja auch mega geil aus. Aber hat so wenig Dingsplatz, ne? Ist unglaublich. Was Babylon? What the fuck? Oh, alter Falter. Die sind aber, das ist alles eine Spielerei. Das hat so wenig, wir brauchen halt Frachtkapazität, ne? Das ist das Problem. Die Wanderlust. Oh, geil, wie sie.
Aber auch nur 2000. Die Wanderlust. Ah, geil. Achso, Gefängnis. Achso. Der verkauft mir jetzt die, die ich ihm gar. Sag mal, für 87.000 willst du mich verarschen? Ich hab die vorhin noch bei dir registrieren lassen, du Penner. Okay. Ah ja, ich würde gerne mal das eigene Schiff bauen, ne? Mit richtig, richtig fett Speicherplatz. Also Lagerkapazität, ne? Ich sag immer Speicherplatz. Oh, das wäre mega geil. Naja, aber dafür bräuchten wir auch noch hier Schiffstechnik und so, ne? Das würde da erst Sinn machen. Weil vorher macht das keinen Sinn, wenn wir noch nicht alles freigeschaltet haben. Und so, ne? So, Trading Post. Ich schau mal, was sie an Sachen hat. Dann können wir wohl endlich alle wieder gut schlafen. Bett? Lieferst du was? Nein. Ich dachte, es kommt erst nächste Woche wieder was. Hast du eine Rechnung für mich? Lügen. Habe die Lieferung an deinen Boss erledigt. Er sagte, du würdest mir 2500 Credits zahlen. Ach ja? Das wundert mich aber ganz gewaltig, weil die beiden keine Ahnung haben, wie unser Inventursystem funktioniert. Hast du es wirklich bei ihnen abgeliefert? Überzeugen. Hey, ich will nicht erzählen müssen, dass ihr eure Rechnung nicht bezahlt. Meine 2500 Credits bitte. Tja, das wollen wir doch tunlichst vermeiden, was? Hier, deine Bezahlung. Falls du uns ein paar von den Credits gleich wieder zurückgeben willst, ich bin Monika und zeige dir gerne unser Angebot. Wie geil. Wo ging es bei dem Streit eben? Was? Wo ging es? Der Bautrupp und vor allem der Vorarbeiter Schweres Deutsch. Machen sich in die Hose, weil neulich einer von ihren Leuten davon spaziert ist. Vermutlich einfach ein bisschen zu viel Gluck-Gluck. Aber jetzt denkt der ganze Bautrupp, wir schlitzen ihnen die Kehlen auf, weil wir Ex-Knastis sind. Aber hey, falls du mithelfen willst, Sloan organisiert die Suchaktion. Sie hat alle Infos, die du brauchst. Ach, sie ist auch eine Ex-Knacki. Du bist eine ehemalige Verbrecherin. Was hast du angestellt? Wie fast alle Mitarbeiter. Digitaler Mord und Totschlag. Einbruch und schwerer Diebstahl. Ach so, sowas. Ich war übel dran und brauchte dringend Geld. Also habe ich die Galbank-Server gehackt. Oh. Ich hatte noch 6 Jahre in Aquila abzusitzen, als Sloan und Nevin mich rausgeholt haben. Sie haben gesagt, sie zahlen mein Kopfgeld, wenn ich ihr Pilotprogramm durchlaufe. Da habe ich natürlich nicht lange überlegt. Es war heftig. Aber Sloan, die Frau ist das Mitgefühl in Person. Sie hat zu mir gehalten. Und jetzt leite ich den Laden hier. Vielleicht auch irgendwann mal einen eigenen. Das war schön. Sie haben dein Kopfgeld gezahlt? Wo haben Sie das Geld dafür her? Klar, jeder, der dem Programm beitritt, kriegt sein Kopfgeld von der Zuflucht bezahlt. Ich weiß aber nicht, wie das finanziert wird. Vermutlich durch externe Spenden. Sloan und Nevin schwimmen nämlich nicht gerade in Credsticks. Okay, komisch. Lass mal sehen, was du im Angebot hast. Von mir persönlich ausgewählt. Mhm. Ach, die hat die... Ach so. Ja... Ich weiß nicht, sollte ich hier schon mal kaufen? Käse und Milch und so? Weil ich weiß halt nicht... Milch. Premium-Käse von Bostarus Laboratoris. Sehr würzig. Käse im Labor. Ja, komm. Ciao. Ich bin hier. Ja, habe ich 2500 Credits einfach mal lügen. Ja, ich habe dein Paket schon abgegeben, ne? Also ist Ach, wenn die wüsste. Wenn die wüsste. Naja, egal. Ne, man muss ja auch mal zwischendurch mal ein bisschen bescheißen. Oh, wow, okay. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber... Ne? Das ist illegal. Ja, ich weiß, aber... 80 Credits, mal eben so. Okay, das ist ja cool. Okay. Das ist natürlich praktisch, ne? Da brauchst du nicht so viel bauen. Also an Ehrgeiz mangelt es den Jungs nicht. Nee, wirklich nicht. So, Infirmary. Ist das hier? Jo. Das ist jetzt Security Officer? Sieht aus für 15. Kann man nicht mal mehr in Ruhe heilen?
Was ist mit die Person? So. Ne, sieht wirklich gerade so aus, als würde am Kacken. Nee, egal. Was ist mit dir passiert? Ich wurde aufgespießt. Ich war auf der Suche nach diesem dämlichen Bauarbeiter, als plötzlich was aus dem Gebüsch stürmt und mir ein Horn oder eine Kralle oder so in den Magen rammt. Ich hab's nicht gut gesehen, aber es muss riesig gewesen sein. Hat mich voll umgehauen. Hat 6 Stunden gedauert, wieder herzukriechen. That's what she said. Wenn's also nichts Dringendes ist, würde ich gern weiter das Loch in meinem Torso schließen. Das dauert nur eine Sekunde. Ich muss nur wissen, wo ich Killmans Fährte aufnehmen kann. Ach, Sloan hat einen Ersatz gefunden. Tja, dann hast du hoffentlich mehr Glück. Ich habe vor der Anlage ein paar Spuren gefunden. Ist aber recht weit. Keine Ahnung, ob sie von Killman stammen. Aber viel los ist in Ixel nicht gerade. Ich wollte gerade ein Höhlensystem in der Nähe scannen, als ich angegriffen wurde. Da wollte ich als nächstes hin, wenn ich wieder auf den Beinen bin. Fang am besten da an. Okay, machen wir. Finde Killman. Forschungslabor. Können wir irgendwas forschen? Ich weiß das gar nicht. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ich glaube, wir haben alles geforscht, ne? Ich guck nur mal eben, ne? Keine Angst bekommen. Ne, wir haben soweit alles. Okay, schön. Gut. Schausen. Bevor wir da hingehen, ich muss natürlich die örtlichen Räume inspizieren. Okay, wie cool, wie schön. Wow. Genau, um sowas nämlich zu finden. New Atlantean 04 gewährt darauf das Rezept für das Nahrungsitem Bierbratwurst-Teller. Was? Genau für sowas. Und ein kleiner Safe. Ist ja keiner in der Nähe, ne? So. Könnte sein. Dann haben wir da 2, 3. Geht aber nicht auf. Der funktioniert auch. Der funktioniert aber nicht so. Der würde so auch nicht funktionieren. Nee, der müsste dann hier irgendwie... Nee. So, dann haben wir da nämlich einen 2er. Dann können wir den nehmen. So, hier, der funktioniert nicht. Der würde funktionieren. So, natürlich macht keinen Sinn. So macht keinen Sinn. Müsste er nur sein, ne? Genau. Und dann er hier. Er hier. So. Der sieht das kinderleicht aus. Warte mal, Schwert ist da... Hatten wir das schon mal? Achso, das ist ein Buch. Achso, ist es ein Buch. Ja. Ja, wenn man so schnell ist, ne, dann ist das immer so. So, was haben wir hier Schönes drin? Nicht, ne? Eine Kosmetikpackung. Oh, okay. Okay, so einen alten Besen. Hier haben wir... Ach, die sind noch am Bauen hier. Ah, okay, ich verstehe. So, Fußball. Ist das ein kleines Tor hier? Hui! Schade, dass man für sowas keine Achievements bekommt, ne? Das wäre natürlich schön. So, aber schön eingerichtet, ne? Finde ich echt cool. Für die Ex-Sträflinge ist das natürlich viel besser als so eine alte Zelle. Nehme ich mal an. Flippige, was? Kugelskulptur. Ja, die sieht wirklich flippig aus. Okay, sonst haben wir nichts. Wir können hier nicht hoch. Oh, okay. Ja, wir gehen sofort. Wir gehen sofort los, ne? So. Regelstange, die nehme ich mal nicht mit. 4,5 Menge. Nope. So, hier haben wir noch Spinde. Hier wird noch überall fleißig gebaut. Ah, okay. Duschkabinen. Sehr schön. Finde ich sehr schön. So, zack, 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 zack. Ach, guck mal da. So. So, hier haben wir noch einen Credstick. So. So, so, so. Okay, sonst haben wir da nichts hier. Okay. Gut. Da vorne war nichts mehr, hier war auch nichts mehr. Okay. Dann können wir nochmal hier lang. Es geht auch nochmal nach oben. Ah, hier soll wahrscheinlich... Ah, okay, da sind wir hier. Okay. Ja, die sind hier noch fleißig am Bauen, ne? Warte mal, da ging es noch nach oben. Da würde ich gerne mal schauen. Ist da vielleicht...
Das Zimmer vom Boss. Administration. Ah, hier ist sie. Hat sie irgendwas Spannendes hier? Nee, ne? Nö. Hallo! Der Komet. Der Komet. Digi Dietrich, okay. Administration, wir schauen mal rein. Können wir den Computer benutzen? Nope. Nö. Okay, ich glaube, wir haben hier alles, ne? Ich kann auch mal eben den Spin schauen, aber... Greg. Greg. Wie hießen nochmal die Bücher mit Greg? Wie heißt die nochmal? Gregs Tagebuch, ne? Ja. Sehr, sehr coole Buchserie. Ach, guck mal hier. Ah. Lösungsmittel 3. Sonst haben wir hier haben wir nochmal ein bisschen was, aber das bringt uns nicht weiter. Hier liegt noch so ein alter Becher. Und ein Kasten Bier. Schön. Okay, alles klar. Ich glaube, wir haben hier alles gesehen. Dann können wir hier rausgehen. Und dann schauen wir mal, wo der Killman ist. Killman, Killer, Killer, Killer. Warte mal, ich wollte nochmal hier vorne schauen, aber ich glaube, hier ist nichts mehr weiter, ne? Ein leeres Trinkpack. Die können auch mal hier ein bisschen aufräumen, ne? Also, unglaublich. Unglaublich, da waren wir schon. Gut. Dann schauen wir mal, was ihn zugerichtet hat, ne? Vielleicht finden wir ja hier... Ne? Pipapo und hast du nicht gesehen. Okay. Recht weit, sagte er. Okay, natürlich. Ach, guck mal, die haben ja sogar Geschütze. So. Einmal mal die Tür zu machen. Was haben wir denn hier? Fauna 0 von 9, Flora 0 von 8, Ressourcen 1 von 8 und 2 Merkmale. Also hier geht wieder die Party ab. Ne, mit dem Scan geht hier wieder die Party ab. Der Scan, ah, ja. Freund der Constellation. Ja, ja. Der beste Freund. So, einfach mal alles hier durch den Scanner. Da hinten ist das. Junge. Das ist aber ganz schön. Junge, warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Ach, guck mal hier. Weltraumschabe. Ein Weltraumschäbchen. Ja, gucke mal, ne? Hier haben wir noch Chlor. Da vorne haben wir das noch. Da haben wir das noch. Da haben wir das noch. Guck mal, wir können hier einfach so einmal hier durch, ne? Einmal mit E durch. Zack, zack, zack. Ja, das ist zu weit. Okay. Dann gehen wir mal in die Richtung, ne? Wir nehmen ein bisschen was mit, ne? Müssen ja nicht alles mitnehmen. Guck mal, ich kann hier einfach E drücken. Lal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 
Anscheinend. Gut, dann gehen wir mal von hinten lang, ne? Vielleicht finden wir ihn ja direkt. Mineralienhöhlen. Sehr schön. Vielleicht finden wir ihn ja direkt. So, ja, du musst so weit gehen und hier pipapo. Ne? Aber krass. Wow, hier ist ja mega riesig. Die Höhle ist ja mega riesig. Da hinten sehe ich schon was. Ja. Das sieht mir alles sehr gefährlich hier aus. Ja. Ich würde die natürlich vorher alles scannen, bevor die mich angreifen. Schwerer Fehler. So, ciao. Die Sachen lasse ich mal drin, ne? Also, hier drin. So, was haben wir hier? Das können wir nicht machen. Achso, da ist ja noch einer. Ja, warte mal, ich will ihn vorher scannen. Macht der eigentlich... Wir müssen dem mal... Wir müssen dem mal irgendwann eine stärkere... irgendeine stärkere Waffe geben, ne? Da kommt auch noch einer angeschissen. Was ist denn hier los? Wo bist du? Und da bist du. Cutter-Action! Nimm das! Nimm das, du Ungeviech! Du böses Monster der Galaxie! So. Einfach mal mit dem Cutter die Viecher killen. Ne? Hallo, kann ich das nicht scannen oder was? Achso, der, jetzt. Okay. Da unten ist er. Aber ich würde gerne, bevor wir da jetzt runtergehen, weiß, ich würde erstmal hier gerne ein bisschen was gucken. Ne, erstmal hier ein bisschen, siehst du, da haben wir auch noch einen. So, guck mal, hier mit dem Cutter, schön einen auf die Schnauze. Ne? Struktur, Schale, ja. Ich weiß halt nicht, ob die Struktur auch zu Dings gehört, zu den Strukturmaterialien, oder ob das nochmal was Spezielles ist. Da können wir, glaube ich, raus. Da wären wir, glaube ich, von der anderen Seite reingekommen, ne? Also auch nochmal einer. Hallo, scan. So. Mach mal den hier. Level 40? Okay. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hatten wir schon einen mit Level 4? Hilfe. Hehe, ich mache hier meine Späße, ne? Mit dem Scanner und alles. Okay, pass auf. So. Achso, im Kampf. Stimmt, das müssen wir ja auch noch machen. Da ist irgendeine Öffnung. Stimmt. Wo denn? Wo ist eine Öffnung? Wo ist die Öffnung? Stimmt, wir könnten die ganze Zeit immer rumspringen, ne? Dann hätten wir das easy fertig. Hier meint er, okay. Kann man das scannen oder nach was? Ach, das ist so ein... Achso, das ist dieser Pilzer. Genau, da waren wir. Ich will erstmal kurz eben nochmal hier unten schauen. Ob wir hier irgendwas haben, aber das sieht nach nichts aus. Warte mal, hier kann man noch rein. Okay. Aha, aha. Oh, ein Pirat. Mit einer Slate. Colin Flaggertys letzte Worte. Ich brauchte nur noch ein großes Ding. Nur noch ein paar Creds, dann wäre ich raus gewesen. Tja. Und jetzt blute ich überall, spüre meine Beine nicht mehr und kriege kaum noch Luft. Das waren die Kristalle, Mann. So ein Ort hatte ich noch nie gesehen und ich dachte mir, die Dinger sind bestimmt ein Vermögen wert. Da schien alles leer zu sein, also warum nicht? Ein schneller Job. Einfach mitnehmen, was ich kann, das Zeug irgendwo verkaufen und mich dann zur Ruhe setzen. Vielleicht sogar einen Großteil davon auf einem dieser Casino-Luxus-Starliner verzocken. Es gibt Casino-Luxus-Starliner? Okay. Das wollte ich schon immer mal machen. Das Ding hat mich total überrumpelt. Ich hatte keine Chance, es hat mich einfach in Stücke gerissen. Ich weiß nicht mal, wie ich mich hierher geschleppt habe, aber hier bin ich. Wer auch immer das findet, ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich. Nimm dir meine Ausrüstung, die brauche ich jetzt nicht mehr. Was Orte zum Sterben anbelangt, ist der jedoch recht schön. Okay. Danke für deine Spende an die Korako Bücherkasse. Hallo, das war gerade ein bewegender Moment. Obwohl es auch ein Pirat war. Ne? Obwohl es auch ein Pirat war. Okay, aber schön. Sowas liebe ich. Hallo. Sowas liebe ich halt, ne? So kleine Storylines. Und das hatte der Vergangenheit schon, glaube ich, auch in den letzten Folgen mal gesagt, ne, dass ihm das so ein bisschen fehlt, ne?
Klar, zwischendurch findest du mal versteckte Sachen, aber so ein bisschen mit Slate, genau wie da jetzt. Und das ist er doch. Und er lebt auch noch. Nein, nein, ich gehe nicht zurück. Lass mich. Was ist denn los? Was ist los? Oh Gott, bitte steck mich nicht wieder in den Sack. Ich mache alles, was du sagst, aber nicht der Sack. Wett? Empath, diese Erfahrung ist vorbei. Ich werde dich an einen sicheren Ort bringen. Komm. Wir sorgen dafür, dass dir sonst nichts passiert, okay? Oh, Gott sei Dank. Du hast ja keine Ahnung, wie... Los. Verschwinden wir. Schnell. Du kennst den Weg aber, oder? Ja, klar. Warte mal. So. Ich würde aber... Du kannst ruhig da unten warten. Ich würde gerne hier unten nochmal hingehen. Obwohl, hier geht's auch, glaube ich, raus, ne? Kreaturenhaufen, Mineralienhöhlen, okay. Okay, krass, hier ist ja riesig. Hier ist es ja echt riesig. Ne? Da ist das so ein Nest oder was? Das haben wir schon. Aber die Kristalle, die sehen echt wertvoll aus, ne? Ich frage mich, was das für welche sind. Ne? Wir hatten die jetzt schon so oft gesehen. Vorhin in der Zuflucht, da ist ja auch so ein Riesending in der Mitte. Ich frage mich, was das für Kristalle sind. Ah, guck mal. Manipulieren. Er ist aber schon tot. Was? Ja. Ist ja schon tot. Ach, hier kommen wir jetzt lang. Okay. Dann kann ich den Scanner ja mal wegpacken. Gut, dann einmal nach oben. Der Seitengang könnte vielleicht interessant sein. Ja, hier waren wir auch. Ne, den hatten wir ja vorhin schon gesehen. Dann bringen wir mal den Killman nach Hause. Aber ein Sack? Aber das war nicht der Pirat, der jetzt da unten lag, ne? Wo ist er? Da ist er. Was? Ich sehe das gar nicht. Da hinten, okay. Okay, wir haben hier noch ein paar Sachen zu scannen, ne? Ich gehe nochmal hier ein bisschen lang. Zwei Ressourcen brauchen wir noch, okay. Weltraumschabe, filtern. Die hatten wir aber schon gescannt. Gut, da vorne haben wir noch. Okay, ah, gut, das. Jetzt wird gescannt. Ja, jetzt ist erstmal richtig hier krasse Scanner-Action hier. Ne? So, zack. Und zack. Und zack. Da brauchen wir noch eine. Die haben wir jetzt auch. Die haben wir jetzt auch. Sehr schön. Da 63%. Da brauchen wir noch mal ein bisschen was von. Ne, wir gehen hier mal einen kleinen Bogen. Ich hoffe, das ist okay. Aber das meinte er jetzt vorhin, das wäre das Riesending gewesen, das ihn angegriffen hat? Oder ich verstehe das gerade nicht. Weil das war ja echt ein Furz. Ne? Ich meine, klar, wir haben natürlich Sam dabei, aber ohne Sam hätten wir es ja auch geschafft. Weißt du? Das ist kein guter Security Officer. Nein, nein. Okay, 7 von 8. Die Ressourcen haben wir gleich. Ich will halt nicht immer stumpf da links, rechts gehen, weißt du? Also da stumpf hingehen, ne? Deswegen können wir hier auch mal ein bisschen scannen nebenbei. So, die haben wir jetzt auch. Guck mal, Biom abgeschlossen, 5 von 8. Sehr schön. Ich würde jetzt gerne die eine Ressource noch finden. Da haben wir vielleicht noch eine... Ist das eine Weltraumschabe oder was ist das? Da ist nämlich irgendwas blau. Ah, das ist eine Weltraumschabe, okay. Die haben wir auch jetzt. Okay. Gibt's doch nicht. Wo ist denn das letzte, die letzte Ressource? Wo ist die letzte Ressource? Wo hast du dich versteckt, Ressource? Okay, ich glaube, die werden wir hier jetzt nicht finden, ne? Gut, dann gehe ich mal gerne Heimat. Dahin, was ist das? Ein Dorn. Ah, guck mal hier. Ah, sehr schön. Ein Dorn. Ist gerade am Plündern, okay. Das ist die Silent Runner, okay. Warum ist sie eigentlich blau? Warum nicht grün? Können wir die ausscannen? Können wir das eigentlich ausscannen? Nee, ne? Robotik können wir noch nicht manipulieren, ne? Da müssten wir erstmal den Skill wieder... Gut, alles klar. Dann können wir jetzt mal hier Gas geben. Sehr lautes Wasser. Dann können wir hier mal Gas geben.
und den Bauarbeiter hier in gute Hände wieder zurückgeben. Moinsen! Ja, normal, Bruder! Er ist zurück. Okay, ja. Ja, er kommt gerade, ja? Ah, hier sind alle versammelt, sehr schön. Hallo! Ich war draußen. Da hat mir jemand einen Sack übergestülpt und mich irgendwo hingebracht. Hat wie ein Medipack gerochen. Ich musste auf einem Stahlboden schlafen und... Wer hat ihm den Beutel übergezogen? Wirke ich wie ein Verbrecher? Ich brauche neue Kleider. Was? Warum sollten wir das tun? Und einen intakten Beutel vergeuden? Du redest wirres Zeug, Junge. Oh, die sind alle hier verstehen. Schweißeranzug. Mr. Halftown, ich bin medizinisch ausgebildet und könnte... Halt dich bloß von ihm fern. Finde den Entführer und kümmere dich um ihn, klar? Mir egal, ob es einer von deinen Leuten oder von meinen oder ein beschissener Geist ist. Finde ihn. Natürlich. Wir geben unser Bestes, aber... Ich will keine Ausreden hören. Ich muss wissen, wer das war. Ja. Finde einfach den Entführer. Los. Sprich mit Slogan. Und das meine ich nämlich, ne? Dass die nämlich je nachdem, wer das jetzt war. Es war wohl naiv von mir, eine harmonische Versöhnung zu erwarten. Aber du hast ihn sicher zurückgebracht. Das ist das Wichtigste. Ja. Hier, mit aufrichtigsten Dank. Aber jetzt haben wir eine ganz neue Spur. Wie stehen die Chancen, dass ich dich doch noch für unsere Entführersuche gewinne? Sehr gut. Überzeugen. Kann ich machen, aber ich will mehr als diese Almosen. Na gut. Ich kann Nevin bestimmt überreden, das ging schnell. Credits vom Baubudget abzuzwacken. Mr. Kilman schien kaum Informationen zu haben... Aber es gibt da ein oder zwei Dinge, die uns helfen könnten, den Entführer zu finden. Ja. Sei ehrlich mit mir. Könnte das jemand von der Zuflucht getan haben? Das hoffe ich nicht. Aber ich bin schon lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass die Menschen voller Überraschungen sind. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Kilmans Hinweise zum Versteck der Entführer... der Schlüssel zu diesem Fall sind. Ich hatte nicht richtig... Der Ort hatte einen Metallboden. Es war also ein Gebäude und keine Höhle, wo sie ihn festhielten. Das stimmt. Solche Einrichtungen gibt es in der Gegend nicht viele. Da frage ich mich doch... Es gab ein Gebäude, das wir als möglichen Ort für die Zuflucht im Auge hatten, nicht weit von hier. Ein alter Forschungsposten... Das scheint gut auf die Beschreibung des Entführerverstecks zu passen. Hier, die Koordinaten der Anlage. Mach dich auf den Weg und zieh dich dort um. Jo, Credits 5300, sehr schön. Oh, das ist da hinten. Finde die Kidnapper. Gut, das will ich dann aber in der nächsten Folge machen, ne? Wir haben jetzt zum Glück erstmal den Kollegen hier wieder zurückgebracht. Gut, das könnte ein Spacer gewesen sein, aber keine Ahnung, wenn er unterwegs war, können das Spacer gewesen sein, Ekliptik könnte es gewesen sein, ne? Natürlich auch Leute von der Zuflucht, man weiß es nicht, oder von deren Leuten. Schauen wir mal, ne? Alles klar, ich bin erstmal raus, dein Onkel Klaus, ciao mit V, tschö mit Ö und tschüssi, tschausen, ciao.